Bewahre mich vor der Beschäftigungstherapeutin, oh Herr. Sie meint es gut, aber ich habe zu viel zu tun, um Körbe zu flechten. Einen Tag möchte ich noch einmal erleben. Den Julitag, an dem Sam und ich Beeren sammeln gegangen sind. Ich war 18. Mein Haar war lang und dick. Und ich flocht es zu einem Zopf, den ich mir um den Kopf wand, damit er sich nicht im Dornengebüsch verfing. Als wir uns zur Rast in den Schatten setzten, ließ ich es herunter und es fiel mir auf die Schultern. Und da machte Sam mir einen Antrag. Vielleicht war es ein bisschen ungehörig von mir, ihn so mit meinem Haar verliebt zu machen. Aber wir haben eine gute Ehe geführt. Ah, da kommt sie, die Therapeutin, mit Schere und Klebstoff. Ob ich es mit Ausschneiderarbeit versuchen möchte? Nein, sage ich, habe keine Zeit. Unsinn, sagt sie, Sie werden noch sehr, sehr lange leben. Das meine ich nicht. Ich meine, dass ich mein Leben lang viel getan habe für andere, mit anderen. Ich muss einiges nachholen. In meinem Denken und Fühlen, zum Beispiel was Sams Tod betrifft. Kurz vor dem Ende fragte ich ihn, ob ich irgendwas für ihn tun könne. Ja, sagte er, löse dein Haar. Ich sagte, ach Sam, das ist jetzt so dünn und grau. Bitte, sagte er, löse dein Haar. Ich tat es und er streckte die Hand aus. Die durchsichtige Haut, man sah die blauen Adern und streichelte mein Haar. Wenn ich die Augen schließe, kann ich es fühlen, Sam. Machen Sie bitte die Augen auf, sagt die Therapeutin. Sie wollen doch nicht den ganzen Tag verschlafen. Sie will wissen, was ich früher gemacht habe. Stricken, häkeln? Ja. Ja. Ich habe das alles gemacht. Und gekocht und geputzt und 5 Kinder aufgezogen. Und alles Mögliche erlebt. Schönes und Schreckliches. Ich muss über diese Dinge nachdenken. Muss sie in den Fächern meines Geistes ordnen. Die Therapeutin zeigt mir glitzernde Perlen. Sie fragt, ob ich vielleicht Schmuck machen möchte. Und weil sie ein gutes Kind ist und es gut meint, sage ich ja. Vielleicht. Ein andermal. Weißt du was? Ich habe mir so viel Mühe gemacht, in den letzten beiden Folgen auseinanderzunehmen, was Lebenssinn, Arbeit und Familie für uns bedeuten. Dabei hätte ich es viel einfacher haben können. Denn das beste Beispiel dafür, wie wir unser Leben, vor allem aber die Früchte unserer Arbeit und unserer Kindererziehung, unsere Selbstwirksamkeit in ferner Zukunft vorstellen, finden wir in Sturm der Liebe. Und so erfährst du heute von mir, warum Sturm der Liebe schon immer wusste, wovon wir träumen, was in meinem Leben den ersten entscheidenden Impuls gegeben hat, Burnout-Coach zu werden. Du lernst Lieselotte und ihre Geschichte kennen und zu guter Letzt bekommst du von mir 10 Gedanken an die Hand, die dir helfen sollen, die richtigen Entscheidungen und Prioritäten in deinem Leben zu finden. Jetzt, wo wir in den letzten beiden Folgen festgestellt haben, dass sich Arbeit und Familie und Lebenssinn leider oft entgegenstehen in unserer modernen Welt. Willkommen in Staffel 4, Folge 9, dem letzten Teil meiner Trilogie Arbeit, Familie, Leben, Leben.
Bei Sturm der Liebe dreht sich alles um den Fürstenhof. Ein Fünf-Sterne-Hotel, welches schon seit vielen Generationen in Familienbesitz ist. Jede Generation hat immer das Beste für das Hotel getan und deswegen ist es sehr erfolgreich und irgendjemand will es der Familie immer wegnehmen. Egal. Jedenfalls wohnen hier die Saalfelds, natürlich in ihrem Hotel. Denn das ist ihre Lebensaufgabe. Und wenn dir immer irgendjemand die Anteile von deinem Hotel klauen will, dann musst du es eben auch 24 Stunden am Tag im Blick haben. Am Fürstenhof hängen natürlich auch sehr viele Erinnerungen. Denn hier hat Familienoberhaupt Werner Saalfeld, der inzwischen ca. 100.000 Jahre alt ist, nicht nur gearbeitet und sich etwas Erfolgreiches aufgebaut, sondern hier sind auch alle seine Kinder groß geworden. Naja, außer denen, die im Laufe der Serie immer neu auftauchen, weil er viele Affären hatte und die Produktion neue Gesichter braucht. Auf alle Fälle hat sich die harte Arbeit am Fürstenhof ausgezahlt, denn Werner Saalfeld kann den ganzen Tag durch sein Hotel, also den 5-Sterne-Fürstenhof und den zugehörigen Schlosspark laufen und es mit Stolz genießen. Er muss natürlich weder putzen noch kochen und bekommt immer ein 5-Sterne-Menü, egal ob mittags oder abends, und alle kennen den Herrn Direktor und zollen den großen Respekt wegen dem Lebenswerk und so. Mit von der Partie sind sein Sohn Robert und seine entzückende Schwiegertochter Eva, die sich ihre Hörner zwar in Verona, Italien, in einem eigenen Restaurant abgestoßen haben, aber dann natürlich irgendwann zurück an den Fürstenhof gekommen sind, denn Werner Saalfeld wird ja alt und natürlich hat Robert dann die Geschäfte übernommen, wegen dem Familienzusammenhalt und so weiter. Aber Werner Saalfeld hat natürlich immer noch alles im Auge und meistens auch das letzte Wort, denn er ist ja ein alter Hase und er kennt sich so gut aus wie kein anderer im Fürstenhof-Business. Werner Saalfeld hat also erreicht, wovon Millionen Fernsehzuschauer täglich träumen. Er hat seine Tüchtigkeit in etwas verwandelt, was bleibt. Er hat mit diesem Hotelschloss für sein Alter mehr als gut vorgesorgt. Und er konnte trotz seiner Arbeit seine Kinder die ganze Zeit aufwachsen sehen. Also außer denen, die von den ganzen Affären großgezogen wurden und die dann regelmäßig im knackigen Alter von ungefähr 25 Jahren plötzlich auftauchen und dann aber auch am Fürstenhof arbeiten, bis sie die große Liebe finden. Ja, auf jeden Fall musste er aber seine Kinder nie abgeben oder so, denn er wohnt ja am Arbeitsplatz und im Familienbetrieb hatte ja immer jemand ein Auge auf sie. Und jetzt, wo sie das Hotel übernommen haben, kann er natürlich weiterhin Teil des Lebens seiner Kinder sein, die freudig das berufliche Erbe antreten und sich seine Ratschläge immer brav einholen und dafür sorgen werden, dass der Fürstenhof auch nach seinem Tod beständig weiterläuft. Werner Saalfeld hat alles, einfach alles richtig gemacht und so eine Menge erreicht. Sturm der Liebe ist heute eine der weltweit erfolgreichsten Telenovelas, welche in unendlich vielen Adaptionen in aller Herren Länder existiert. Und während es früher, als ich so 18 war, noch hauptsächlich die betagten Damen waren, die die Sendung mit Hingabe verfolgten und sich über die gefühlt 20. aufgeflogene Affäre von Werner Saalfeld empörten, während ich im Spätdienst über die Station flitzte, so sehen sich heute mehr und mehr Menschen in ihren 30ern und 40ern nach der Idylle am Fürstenhof. Sturm der Liebe befindet sich seit Jahren im Aufschwung, vor allem beim jüngeren Publikum. Und apropos Spätdienst, heute, fast 2 Jahre nachdem die erste Folge Burnout von der Leichtigkeit des Seins erschienen ist, möchte ich mit dir den entscheidenden Wendepunkt in meinem Leben teilen, der alle weiteren Lebensentscheidungen bis hin zu meiner Laufbahn als Burnout-Coach geprägt hat. Wie du sicher schon irgendwo gelesen oder gehört hast, hat meine Karriere bereits im zarten Alter von 17 Jahren begonnen.
Ich hatte Praktika und ehrenamtliche Ferienarbeit in Krankenhäusern und Altenheimen geleistet, seit ich 14 war. Und so stand für mich fest, dass ich Altenpfleger werden wollte. Der tägliche Umgang mit Menschen in ihrer letzten Lebensphase ist eine wahre Herausforderung und von unserer Gesellschaft leider immer noch viel zu wenig wertgeschätzt. Denn hier hatte ich es mit Menschen zu tun, die im Gegensatz zu mir und auch im Gegensatz zu dir die meisten ihrer Lebensentscheidungen schon getroffen hatten. Hier ein Stückchen aus meinem Alltag damals. Als Altenpfleger. Wenn ich einen neuen Bewohner auf Station bekomme, bekomme ich es sozusagen mit einem geballten, um die 90 Jahre im stetigen Bau gewesenen Erfahrungs- oder Entscheidungsresultat namens Lieselotte, Johann oder Maria zu tun. Die meisten Menschen glauben ja, Altenpfleger müssen sich gut mit Medizin auskennen, denn alte Leute sind auch oft kranke Leute. Und natürlich stimmt das auch. Womit Altenpfleger sich aber noch viel mehr befassen und auskennen müssen, ist das, was Lieselotte zu Lieselotte und Johann zu Johann gemacht hat. Ihre Lebensgeschichten. Ihre Lebensentscheidungen. 90 lange Jahre sind voll davon. Nur so kann ich wissen, verstehen und damit umgehen, dass Lieselotte zum Beispiel jeden fremden Mann verprügeln will und wüst anfängt zu fluchen und um sich zu schlagen, wenn ein junger Pfleger sie ausziehen möchte, um sie zu waschen. Und ja, Leute, das geht. Lieselotte braucht zwar Hilfe beim Waschen, hat aber trotzdem noch die Kraft und die Fähigkeit, einem echt übel eins überzuziehen, wenn man etwas tut, was ihr nicht gefällt. Natürlich will ich auch mit Johann zusammen herausfinden, warum Johann zu keinem seiner Kinder mehr Kontakt hat, obwohl er so ein netter alter Herr ist, und warum er eigentlich seit 26 Jahren jedes Jahr zur selben Zeit schmerzhafte Herzattacken bekommt, für die es aber keine organische Ursache gibt. So einzigartig wie die Menschen sind ihre Geschichten. Und als Altenpfleger ist es genau das, was man 3 Jahre lang lernt und worauf die gesamte Pflegeplanung bis in jedes Detail aufbaut. Herauszufinden, was die Menschen, mit denen ich täglich so nah arbeite, zu dem gemacht hat, was sie sind. Und welche Erfahrungen, Prägungen und Entscheidungen ihr Leben zu dem Leben gemacht haben, welches sie nun fast hinter sich haben und dessen Bilanz sie fast täglich beschäftigt. Unsere Persönlichkeit formt sich mit und nach diesen Erfahrungen, die wir unser ganzes Leben lang machen. Und nach den Entscheidungen, die wir treffen. Wir, unser Leben, sind all die Jahre schon, ganz bewusst aber vor allem am Ende, das Ergebnis all dieser frühen Prägungen, all dieser wunderbaren oder schweren Erfahrungen, all dieser leichtfüßigen, schwierigen und manchmal so unvollkommenen Entscheidungen, die erst unsere Eltern und später im Erwachsenenalter wir selbst für uns getroffen haben. Wenn du meinen Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins seit Folge 1 hörst, dann weißt du schon, dass die ersten 3 Jahre unseres Lebens die prägendsten sind, denn sie bestimmen, wie sicher und aufgehoben oder auch bedroht und verloren wir uns in dieser Welt fühlen, je nachdem, wie verfügbar unsere Eltern in dieser Zeit für uns waren. Hier wurde der Grundstein für unser Vertrauen in die Bindung mit anderen gelegt, welcher jedoch auch in den darauffolgenden Jahren und genau genommen, wenn auch nicht mehr so stark bis zum Ende unseres Lebens, durch weitere Erfahrungen behauen, bearbeitet und geformt wird. Von Eltern, Großeltern, Lebenspartnern und viel,
Viel später sogar von unseren eigenen Kindern. Ja, genau. Das hier ist keine Einbahnstraße. Mir wurde also recht früh bewusst, wie wichtig es ist, Lebensentscheidungen bewusst zu treffen und sie immer mal wieder zu überprüfen und gegebenenfalls an die neue oder veränderte Lebenssituation anzupassen. Aber das war noch nicht alles. Denn ich habe meine erste Ausbildung damals in einer Einrichtung gemacht, die auf die Betreuung dementer Menschen spezialisiert war. Was die meisten nicht wissen, Demenz, dazu gehört auch Alzheimer, bedeutet nicht nur, dass die Betroffenen vergesslich werden. Die größte Herausforderung für Angehörige, Pfleger und die Leute selbst, die davon betroffen sind, ist die Tatsache, dass sie oft ihr ganzes Leben, vor allem die Schlüsselmomente darin, nochmal rückwärts erleben. Und das sieht dann so aus. Lieselotte wacht morgens auf und weiß, dass sie 16 Jahre alt und für die Versorgung der Geschwister zuständig ist. Aber keines der Geschwisterkinder ist auffindbar. Die ganze Nacht schon hat sie endlos auf weiten Fluren gesucht und nach ihnen gerufen. Sie hat Angst. Sie weint. Sie weiß nicht, was sie ihrer Mutter sagen soll, wenn diese zurückkommt. Niemals wird sie dir oder irgendjemand anders glauben, dass sie 90 Jahre alt ist. Denn sie ist 16 und sie weiß das. Du weißt ja auch, wie alt du bist, was du heute oder morgen noch zu tun hast. Und wenn dann eine fremde Person zu dir kommt und dir erzählt, es wäre das Jahr 2069 und du wohnst im Altenheim, dann wäre das für dich genauso surreal und überhaupt nicht ernst zu nehmen, wie eben für Lieselotte auch. Und deshalb wird nichts in der Welt sie davon überzeugen. Lieselotte reist rückwärts auf ihrem eigenen Zeitstrahl. Alles, was nach ihrem 16. Lebensjahr war, wird sie nie wieder abrufen können in ihrem Gedächtnis. Denn da ist sie ja gerade nochmal vorbeigereist. Alles, was vor 16 war jedoch, schon. Und auch diese Zeit wird sie nochmal bereisen. Ihre Jugend und Kindheit, so wie sie in den letzten Monaten oder auch Jahren nochmal an ihrer beruflichen Laufbahn, dem Familienleben, ihre Ehe vorbeigereist ist und alles zum zweiten Mal durchlebt hat. Häufig endet diese Reise irgendwann in ihrem Bett. Im Babystadium. In Embryonalstellung mit einem großen Heißhunger auf Süßigkeiten und auf alles, was sie in ihrer ganz, ganz frühen Kindheit schon gern gegessen hat. Was deprimierend klingt, wird heute sehr gut abgefedert. Von Pflegekräften, die psychologisch wirklich sehr gut ausgebildet sind dafür. Denn Demenz ist eine der häufigsten Alterserkrankungen. Und von Stationen und Einrichtungen, die in ihrer Bauweise auf die Bedürfnisse Betroffener wirklich hervorragend abgestimmt sind. Es gibt viele tolle Betreuungskonzepte und Ansätze und so muss Demenz heute nicht mehr automatisch ein großes Leid und großen Kummer bedeuten. Lass mich abschließend meine wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit mit dir teilen. Was wir heute beschließen, für uns, für unseren Job, unsere Kinder, wird wie eine Weiche sein, die wir legen, die den Verlauf unserer Lebensstrecke, uns und auch unsere Kinder letztlich zu dem machen wird, was wir oder auch unsere Kinder mit 90 dann irgendwann sind. Was wir gestern mit 20 beschlossen haben und morgen mit 45 und übermorgen mit 65 beschließen werden, entscheidet also auch darüber, aus welcher Lebenssituation, also welcher Palette an Möglichkeiten, wir unsere Entscheidungen, die darauf folgen, in den nächsten Jahren auswählen können. Wenn du mit Mitte 30 alles aufgibst, was dir lieb und teuer ist, könnte es also sein, dass deine Auswahlpalette,
30 Jahre später, mit 65, ziemlich klein ist, zum Beispiel. Jede einzelne Entscheidung, die wir für unser Leben und für das unserer Kinder treffen, treffen wir niemals nur für den Moment. Sie werden uns immer und immer wieder auf unserem Weg begegnen oder geheim suchen. Bis zum Ende und selbst dann manchmal sogar doppelt. Ich möchte dir keine Angst vor Demenz machen. Ich habe viele gesehen, deren Rückwärtsleben quasi eine einzige Party war. Die waren fast immer beschwingt, die waren gut gelaunt und sie haben ihr Leben quasi ein zweites Mal einfach genossen und sich zu Hause und wohlgefühlt auf unserem Wohnbereich. Deswegen möchte ich es nochmal sagen. Ob 90 und auf Zack oder 90 und dement, was wir heute beschließen für uns, für unseren Job, unsere Kinder, wird eine Weiche sein, die wir legen, die unsere Lebensstrecke, uns und auch unsere Kinder letztlich zu dem machen wird, was wir oder sie mit 90 sind. Und ob das gut oder schlecht ist, entscheidet zu einem geringen Anteil der Zufall, weil manchmal gibt es auch einfach Sachen im Leben, auf die hast du keinen Einfluss, die passieren einfach. Meistens jedoch entscheidest du ganz allein. Für mich ging es mit Anfang 20 weiter. Nächste Station, Ausbildung zum Trauer- und Sterbebegleiter. Ich kürze es an dieser Stelle ab. Die Erkenntnis, die hier noch obendrauf kam, war, das Leben kann aber auch viel schneller vorbei sein. Und hier schlage ich den Bogen zurück zur ersten Folge dieser Trilogie, Staffel 4, Folge 7, und dem Brief von Sandra. Liebe Sandra, lieber Zuhörer, vielleicht ist euch beiden jetzt schon klar, warum ich Sandras Brief als Einstieg gewählt habe für diese Trilogie. Sandra, du befindest dich jetzt an einem Punkt in deinem Leben, auf den die meisten anderen Hörer dieses Podcasts noch zusteuern, nämlich die Lebensphase nach Karriere und Kind. Eine Lebensphase, die naturgemäß bis zu euren Großeltern so abgespalten gar nicht existierte. Denn nach den eigenen Kindern kamen schwuppdiwupp die Enkel, um die man sich dann auch viel gekümmert hat. Und auch für das Ende der nützlichen Mitarbeit im Familienbetrieb, für die eigene Selbstwirksamkeit, gab es ja keinen Stichtag, kein festgelegtes Renteneintrittsalter oder sowas halt. Die Frage, die du dir gerade stellst, liebe Sandra, ist eine Frage, der wir uns alle in nicht allzu ferner Zeit, spätestens mit Beginn der nächsten Lebensphase, stellen werden und der viele jetzt schon auf der Spur sind. Wie treffe ich die richtigen Entscheidungen in dieser Lebensphase und der nächsten und der übernächsten, damit ich am Ende in der letzten Lebensphase irgendwann das Gefühl habe, dass meine Energie, meine Liebe, mein Leben nicht einfach bedeutungslos verpufft ist. Was bleibt? In einer Zeit, in der Kinder immer häufiger weit weg von den Eltern ihr eigenes Leben beginnen und in der Arbeit häufig gar nicht mehr so sehr der Selbstwirksamkeit, sondern ausschließlich dem Geldverdienen dient. Und hier kommt erstmal die gute Nachricht. Das mit den Entscheidungen ist ziemlich einfach, deswegen kann ich das schnell abhandeln. Das Wichtigste ist nämlich nur, dass du sie triffst. Wenn du dich fragst, welche Entscheidung die richtige ist, gehe ich davon aus, dass es also überhaupt eine Entscheidung zu treffen gibt. Und das ist gut so. Denn das ist der erste wichtige Schritt. Nur wer keine Entscheidungen trifft, läuft Gefahr, auch über Jahre hinweg einen faulen Kompromiss zu leben, den er irgendwann bereuen wird. Innere Zerrissenheit, Unzufriedenheit, Angst, Stillstand und das Gefühl, im Kreis zu gehen, sind die Folge.
Und weil ich mir jetzt schon 2 Folgen Zeit genommen habe, auseinander zu klamüsern, was Selbstwirksamkeit für unsere Zufriedenheit bedeutet, wie und warum unsere Familien und Arbeitsleben sich verändert haben, warum sich die Hamsterrad-Situation in unserer Gesellschaft immer weiter zuspitzt und welche Folgen das für uns, unsere Kinder und unseren Lebenssinn hat, kommen die Burnout-Coaching Berlin-Schlussfolgerungen heute in Form von 10 knackigen Gedanken oder Fragen, also quasi Gedankenfragen, die ich mit dir teilen möchte und die dir hoffentlich helfen, dich in deinem Alltag bewusster auszurichten und das Maximum an Selbstwirksamkeit zu erfahren. Auch mit Blick auf deine Zukunft und über das Rentenalter und das Flüggewerden deiner Kinder hinaus. Erstens. Heutzutage sprechen wir viel davon, etwas erreichen zu wollen in unserem Leben. Etwas ist ein sehr großes Wort, genauso wie Leben. Etwas erreichen zu wollen im Leben. Was bedeutet das für dich, in diesem Leben etwas zu erreichen? Was willst du erreichen? Willst du Karriere machen? Willst du dir etwas aufbauen? Wenn ja, was willst du dir aufbauen? Einen Bauernhof zur Selbstversorgung? Eine Firma? Eine zahlreiche, glückliche Kinderschar? Zweitens. Besitz verpflichtet. Zum Aufpassen, zum Saubermachen, zum Abzahlen. Darüber habe ich in Staffel 4, Folge 3 beim Thema Wohnung schon gesprochen. Mein Tipp an dieser Stelle: Überdenke deinen Besitz, deine Ansprüche, das Geld, was du dafür aufbringen musst. Ich habe Familien gesehen, die sich nach einer schweren Ehekrise für 2 bis 3 Jahre völlig von der Gesellschaft losgesagt und ein großes altes Wohnmobil gekauft haben und darin dann auf Tour von ein paar Ersparnissen und dem Kindergeld sparsam, aber glücklich und mit viel Zeit für die Paarbeziehung und den Nachwuchs gelebt haben. Oder Eltern, die ein ganz hervorragendes Internat für ihre Kinder ausgewählt haben, weil sie dort die Betreuung erhalten, die zu Hause nicht möglich wäre, weil beide 60 Stunden die Woche auf Achse sind. Oder Familien, die teilweise als Selbstversorger leben, wo einer sich um den Garten, das Haus, die Kinder kümmert und nur hin und wieder mal jobbt, wodurch ein Gehalt tatsächlich für alle reicht. Egal, wie dein Lebensmodell aussieht, überprüf es nochmal und setze deine eigenen Prioritäten entsprechend deinem Lebensmodell. Denn danach richtet sich, wie viel Zeit oder Geld du wirklich brauchst. Es geht nicht darum, zum Hippie zu mutieren und in eine Kommune ins Indianerzelt zu ziehen. Aber du sollst Herr über deine Entscheidungen sein und nicht ihr Opfer. Also mach sie dir bewusst. Wisse, was du wofür tust. Entscheide, wo deine Grenzen liegen. Und dann erst investiere, was du willst, wo du willst und so viel du willst. Und vor allem, hab den Mut und steh dazu. Drittens. Frauen können heute all das tun, was früher nur den Männern vorbehalten war. Ja. Aber bedenkt bitte, dass Männer früher nicht gearbeitet und die Kinder großgezogen und den Haushalt geschmissen haben. Aus gutem Grund. Daran, dass der Tag 24 Stunden hat, hat sich nichts geändert. Beides, Karriere, die eigene Firma und eben auch eines oder mehrere Kinder, sind Großprojekte, die viel Beobachtung, Nachdenken, Fingerspitzengefühl, 100%ige Aufmerksamkeit und Hingabe erfordern und daher in unserer modernen Zeit fast unmöglich gleichzeitig zu machen sind.
Du brauchst doch fast 100% deiner Energie und Aufmerksamkeit bei der Sache und ihrer Entwicklung, damit du immer und immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen und mit all deiner Energie umsetzen kannst, egal ob als Mutter oder als Manager. Ich habe es in meinen Coachings immer wieder mit Frauen zu tun, die in ihren 30ern sind und irgendwo im Freundeskreis mindestens eine Frau kennen, die eine Firma aus dem Boden gestampft hat, ihre Kinder allein großzieht und trotzdem auf keiner Party fehlt. Und diese Frauen nehmen sich dann ein Vorbild an diesen vermeintlichen Powerfrauen, denn sie sind für sie ja wie ein scheinbar perfektes Beispiel. Und damit setzen sich viele Frauen unendlich selber unter Druck, weil sie meinen, sie müssten das auch schaffen. Irgendwie muss es ja gehen, wenn diese eine Frau im Freundeskreis das auch so locker hinkriegt. Psst. Was mir auch häufig begegnet im Coaching, sind Frauen um die 50, die seit ihrem Schulabschluss hart durchgezogen haben, alle Rollen mit Bravour abgedeckt haben und jetzt ihren ersten Schlaganfall oder eine nicht enden wollende, tiefe Depression wegstecken müssen. Oder auch Männer, die sich in ähnlich misslichen Situationen wiederfinden wie Peter Perfekt aus Staffel 1, Folge 3. Denn von euren Vätern und Großvätern hat die Gesellschaft eben auch nicht den gleichen Einsatz in der Kindererziehung gefordert, wie heutzutage von euch, liebe Männer. Und für beide Geschlechter gilt, wählt euch eine Priorität. Selbst wenn ihr euch entscheidet, doch beides zu versuchen. Wenn dann das Kind nur so halb fit ist und eigentlich noch einen Tag zu Hause bräuchte, weil es krank war, wird die Entscheidung, ob ihr es trotzdem schon heute in den Kindergarten schickt oder doch lieber einen bösen Blick von eurem Chef riskiert und noch einen Tag länger mit ihm zu Hause bleibt, leichter fallen. Egal wie sie ausfällt. Denn ihr wisst dann, wofür ihr oder euer Kind verzichtet. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aus der alltäglichen Zerrissenheit zwischen Kind und Karriere auszusteigen. Aber zu wissen, wofür du etwas tust oder lässt, wird sie etwas abmindern. Und Entscheidungen in diese Richtung werden dir generell etwas leichter fallen. Viertens. Falls du zu denen gehörst, die momentan eher dazu tendieren, dem Nachwuchs das meiste Gewicht zu geben und Angst hast, von der Gesellschaft und deinem direkten Umfeld geächtet zu werden, lass es los. Du arbeitest im Schnitt 45 Jahre deines Lebens. Deine Kinder wachsen schnell und stetig. Wenn sie 12 Jahre oder älter sind, werden sie dich immer weniger brauchen. Und dir bleiben dann immer noch 33 Jahre, um irgendwo in Vollzeit zu arbeiten und Karriere zu machen. Abgesehen davon werden sie auch, bis sie 12 sind, mit jedem Tag eigenständiger, was dir auch quasi mit jedem Tag mehr und mehr Spielraum zurückgibt. Und bis dahin, wenn es das ist, was du möchtest, gönn dir Arbeit und Arbeitszeiten, die sich deinen und den Bedürfnissen deiner Kinder anpassen. Das kann Gleitzeit bedeuten oder eine Teilzeitstelle sein oder ja, vielleicht auch nur ein Minijob. Und was mir hier besonders wichtig ist, weil es so viele davon gibt, falls du zu denen gehörst, die alleinerziehend sind und trotz Vollzeitstelle gerade mal um die 1000 Euro auf ihrem Gehaltszettel stehen haben und sich damit schmücken, dass sie sich abrackern und alles opfern, damit sie bloß nicht vom Staat leben müssen und ihm auf der Tasche liegen, drop it. Niemand wird dir das danken. Du ziehst die Zukunft Deutschlands groß. Wenn ich dich mit Grundsicherung aus Steuergeldern unterstützen kann, die ich gezahlt habe, damit du bei deinen Kindern sein kannst, um ihnen einen Weg in eine gute Zukunft zu ebnen, dann tue ich das gerne. Leben von der Grundsicherung ist Leben auf einem sehr
geringen finanziellen Niveau und das ist mir bewusst. Aber dieses finanzielle Niveau ist halt von so einem Geringverdienerjob nicht so weit weg. Und selbst wenn du Grundsicherung empfängst, hast du die Möglichkeit, nebenbei noch ein ganz kleines bisschen zu jobben und dir ungefähr 100 Euro obendrauf verdienen zu dürfen. Und der Unterschied, mit wenig Geld zumindest deine Selbstwirksamkeit in Form deiner Kinder erleben zu dürfen, anstatt dich abzurackern und frustriert nach Hause zu kommen und weder Geld noch was von deinen Kindern zu haben, wird einfach riesig sein. So, und für alle, die jetzt immer noch nicht empört abgeschaltet haben, komme ich zu Punkt Nummer 5. Einfache Faustregel. Glückliche Eltern, glückliche Kinder. Kinder lernen durch Abgucken von den Eltern und werden Leistungsdruck unbewusst nach deinem Vorbild leben. Sechstens. Was mir in letzter Zeit auch immer häufiger begegnet, sind Frauen, die sich aufgrund der schwierigen gesellschaftlichen, finanziellen und/oder zeitlichen Bedingungen ganz gegen Kinder und für eine Karriere entscheiden. Soweit, so gut. Prioritäten gesetzt. Womit diese Mädels es jedoch spätestens ab Mitte 30 immer wieder zu tun bekommen, sind Menschen in ihrem Umfeld, die diese Entscheidung als wider der Natur empfinden. Vermeintlich tröstliche Sätze mit einem sehr, sehr seltsamen Unterton, wie zum Beispiel, naja, aber wenn der Richtige kommt, dann wirst du dich noch umentscheiden. Oder, ich finde es so mutig, dass du dich gegen das Muttersein entschieden hast, was impliziert, dass das eine schwerwiegende und fatale Entscheidung ist, sind hier oft an der Tagesordnung. Falls du zu diesen Frauen gehörst und so behandelt wirst, als wüsstest du nicht, was du da redest, drop it! Es gibt einfach zu viele Menschen, die nicht nachdenken und die Situation, in der sich unsere moderne Gesellschaft befindet, gar nicht reflektieren wollen. Wenn du Zeit hast und ein bisschen Frust ablassen willst, dann bemitleide sie ein bisschen dafür, dass ihnen offenbar so gar nicht klar ist, dass sich jeder von uns bewusst entscheiden darf und muss, wie er sein Leben lebt. Außerdem ist niemals aller Tage Abend. Auch nach der Karriere sollte dir das Muttersein doch irgendwann fehlen. Oder Sandra, wenn dich dein Muttersein so sehr erfüllt hat, warum nicht ein Kind adoptieren und ihm ein schönes Zuhause bieten? Oder zweien oder dreien? Die Welt steckt voller Möglichkeiten. Es ist unser Geist, unsere Glaubenssätze, die sie limitieren. Siebtens. Die Mehrgenerationengemeinschaft gibt es fast nicht mehr. Familien zerfallen zunehmend. Deswegen werden Freundschaften und andere Bindungen in unserer Zeit bedeutsamer und oft auch tiefer als für die vorhergehenden Generationen. Hab keine Angst vor Einsamkeit im Alter, weil deine Kinder in die Welt hinausziehen werden, so wie du das vielleicht auch schon getan hast. Es wird immer Menschen geben, die dir nahestehen, sofern du diese Verbindungen gepflegt hast, weil du dir bewusst die Zeit dafür genommen hast. Egal, ob du Mann oder Frau bist, Kinder und/oder Arbeit können nicht alles sein. Entscheide bewusst über deine Zeit und deine Prioritäten. Öffne dein Herz für Weggefährten. Achtens. Finde und pflege Interessen, egal ob Hobbys oder deine nebenberufliche Selbstständigkeit, finde, was dich erfüllt.
was dich im Hier und Jetzt glücklich macht, außerhalb der Arbeitswelt. Mastere es, werde besser darin, challenge dich. Sei selbstwirksam bis zum Ende. Neuntens. Jeder Tag zählt, denn er könnte der letzte sein. Liebe diesen Tag und die Möglichkeiten, die er dir bietet. Spaziere durch wehende Blätter. Schlaf neben deinem Kind ein. Feiere den Jahrestag mit deinem Partner. Lass es krachen. Bestaune das erste Bild, was du selbst auf Leinwand gemalt hast. Hol lachend mit deiner besten Freundin den verbrannten Kuchen aus dem Ofen. Du formst heute die schöne Zeit, auf die du und deine Familie morgen zurückblicken werden. Du formst heute die Vergangenheit, die dich und die Menschen, die du liebst, prägt und eine Weiche stellt für all die Entscheidungen in der Zukunft. Dies sind gute Gründe, nicht immer nur in Besorgnis an die Zukunft, an Altersvorsorge und vermeintliche Sicherheit oder den beruflichen Status zu denken oder in der Vergangenheit zu leben und diese hin und her zu wälzen. Du wirst morgen mit dem Lebensgefühl aufwachen, mit dem du heute schlafen gehst. Und wenn dein letztes Stündlein plötzlich und unerwartet schlagen sollte, was wir nicht hoffen wollen, dann ist heute der letzte Tag, dieses Jahr das letzte Jahr, was die Menschen, die du liebst, mit dir erlebt haben werden. Zehntens. Jeder Tag zählt. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da. Es gibt nur den jetzigen Augenblick. Nur diesen einen einzigen Augenblick, um lebendig zu sein. Und genau dieser Ausspruch vom Buddha ist auch das Mantra der Woche. Es gibt nur diesen einen Augenblick, um lebendig zu sein. Vielleicht hast du in den letzten Folgen die Geschichten der Mönche am Anfang vermisst. Ich habe heute nicht mehr viel zu sagen. Daher schließe ich die Trilogie Arbeit, Familie, Leben mit dem Brief eines alten, 85-jährigen Mönches ab. Vorher möchte ich noch einen Wunsch äußern, der mir sehr am Herzen liegt. Hinterlass mir, nachdem du diese Folge fertig gehört hast, gerne ein paar Worte in den Bewertungen, da, wo du meinen Podcast hörst. Dankeschön. Könnte ich mein Leben nochmals leben? Dann würde ich das nächste Mal versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde mich entspannen, lockerer und humorvoller sein als dieses Mal, denn ich kenne nur sehr wenige Dinge, die ich ernst nehmen würde. Ich würde mehr verreisen und ein bisschen verrückter sein. Ich würde mehr Berge erklimmen, mehr Flüsse durchschwimmen und mir mehr Sonnenuntergänge anschauen. Ich würde mehr spazieren gehen und mir alles besser ansehen. Ich würde öfter ein Eis essen und weniger Bohnen. Ich hätte mehr echte Schwierigkeiten und weniger eingebildete. Müsste ich es noch einmal machen, ich würde einfach versuchen, immer nur einen Augenblick nach dem anderen zu leben, anstatt jeden Tag schon viele Jahre im Voraus. Ich gehörte immer zu denen, die nie ohne Thermometer, Wärmflasche, Gurgelwasser, Regenmantel und Aspirin aus dem Haus gingen. Könnte ich noch einmal von vorne anfangen, würde ich viel herumkommen, viele Dinge tun und mit wenig Gepäck reisen.
Könnte ich mein Leben nochmals leben, würde ich im Frühjahr und im Herbst länger barfuß gehen. Und ich würde öfter die Schule schwänzen. Ich würde mir nicht so hohe Stellungen erarbeiten, es sei denn, ich käme zufällig daran. Auf dem Rummelplatz würde ich viel mehr Fahrten machen. Und ich würde mehr Gänseblümchen pflücken.